Die Schweiz hat völlig überraschend die Kopplung des Franken an den Euro aufgehoben und damit Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst. Seit mehr als 3 Jahren galt ein Mindestkurs von 1,20 Franken je Euro. Das sollte die Schweizer Währung künstlich billig machen, um der heimischen Exportindustrie zu helfen. Die heutige Entscheidung schickte den Eurokurs zum US-Dollar auf Talfahrt. An mehreren europäischen Börsen gaben die Aktienkurse zwischenzeitlich deutlich nach.